Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhugel, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 36. Corona-Wanderung am Sonntag, dem 26. April 2020. Ich sitze hier am Abhang des Anninger und hinter mir sehen Sie ein Kreuz, ein Wetterkreuz. Es gibt einige davon in der Gegend und ich kenne das auch aus meiner steirischen Heimat, dass man vor Kreuzen gebetet hat um die Auswirkungen, die verheerenden Schäden von Unwetter und Hagel, Gewitter, Sturm auf die Ernte und auf die Siedlungen zu verhindern. Man hat dann eben Gebete gesprochen oder Sinnsprüche rezitiert. Ich schlage drei heilige Kreuze geschwind für Leut und Haus, für Ross und Rind. Dreimal nenn ich Christi Namen. So bleibt in den Feldern bewahrt der Samen, die Glieder noch bekreuz ich klug, wo der Herr seine heiligen Wunden trug. So bleib ich geschützt von der nächtlichen Mar, von Elfenschuss und Trollsgefahr. Zuletzt vor der Tür noch Stahl und Stein, so kann mir nichts Böses zur Tür hinein. Ja, das hört sich eigentlich an wie ein altes Wettergedicht aus dem Mittelenglischen, ist es aber nicht ganz. Es ist ein Stück aus dem dritten Teil der Gurrelieder von Arnold Schönberg, der hier auf diesem Berg gesessen ist und sich inspirieren ließ für seine Gurrelieder. Jetzt Hand aufs Herz, ich habe wieder vor einigen Wochen erzählt, dass Arnold Schönberg ein sehr emotionaler und romantischer Komponist war. Haben Sie schon hineingehört in den Schluss seiner Gurrelieder? Wenn nicht, nehmen Sie gleich die Ansprache, sozusagen das Gedicht, das Wettergedicht des Bauern aus dem dritten Teil mit, das habe ich Ihnen gerade erzählt. Und es ist eines der schönsten und bewegendsten, auch emotionalsten Momente, wieder sehr synkretistisch das Zusammenwirken von christlichen Glauben, christlichen Glaubensgrundsätzen und vorchristlichen, außerchristlichen, früher hat man gesagt, heidnischen Religionen, die seit vielen Jahrtausenden in unseren Gebieten auch gepflegt worden sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vielleicht heute Abend mit YouTube einen schönen Abend mit den Gurreliedern oder zumindest mit einigen Stücken aus den Gurreliedern von Arnold Schönberg. Und ich freue mich auf morgen, 27. April.